Hallo und herzlich willkommen zurück bei Uncharted 4 mit mir. Letztes Mal, ja, habe ich irgendwie gefühlt 10 Minuten, glaube ich, den Weg gesucht, den richtigen. Und ja, wollen wir nicht weiter darauf eingehen. Da ich ihn schließlich endlich gefunden habe, konnte ich endlich das Licht ausmachen und ja, Sully hat den Rafe ein bisschen getrollt. Und unser netter Bruder konnte sich das Ding krallen. Jetzt wollen wir doch mal sehen, ob wir auch es schaffen zu entkommen, beziehungsweise wie wir es schaffen zu entkommen, in welchem Zustand. Deswegen kommen ist ja klar, muss ja irgendwie weitergehen. Beziehungsweise wir werden sehen, wie viel Versuche ich dafür brauchen werde. So. Ja, aber hast du fast geladen, dann können wir ja direkt reinstarten. Sam, sag, dass du das Kreuz hast. Der heilige Dismas ist hier bei mir. Sag hallo. Hallo, Dismas. Wir haben in ein Hornissennest gestoßen. Der Ballsaal ist hallo, Hornisse. Security bereit. Victor, wo ist der Fluchtwagen? Komm zur vorderen Einfahrt, den Scheinwerfer nach. Ich hol den Wagen. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, ist der gestrige Upload ausgefallen. Sag daher, weil ich gestern leider ein bisschen zu kaputt war für eine Aufnahme. Aber das ist doch kein Problem. Hoffe ich doch mal. Ein Tag ist kein Tag. So, aber egal, jetzt, wollen wir hier mal gucken, wo es weitergeht. Ich spring einfach mal dahin. Verdammt! Oh! Oh, fuck, da oben ist einer. Wegfahren, ja, das habe ich schon gemerkt. In. Ja, gelb bedeutet die Gegner. Ein sich an Gegnern. Das habe ich doch schon gemerkt bei der Dame im. Im Kloster, im ersten Kapitel. Ich werde hier irgendwo Schätze liegen, aber. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Angst vor dem bösen Typen mit den dicken Maschinengewehren. Bei mir haben sie irgendwie vergessen einzugeben, das finde ich nicht so nett. Wow! Wow, Alter! Spring doch nicht so tief, Kollege, was soll denn das für eine Scheiße? Musst du mir immer so eine Angst... so eine Angst machen, Nathan Drake? Oh, ich hätte auch einfach da drin lang gehen können. Ja, cool. Wolltest du jetzt bitte mal nach hinten springen? Oder hangel dich einfach mega unnötigerweise an dem Ding da lang. Und jetzt kann ich nicht springen, weil ich nichts unter meinen Füßen habe. Dann mache ich es einfach so. Sieht, kommt mir mega umständlich vor, was ich hier mache. Hallo Typ. Ihr leuchtet nichts, ich will Schatz. Und Jump! Wow, das sah fast nach Bedtime-Lag aus. Wären vielleicht auch nicht schlecht. Ja. Du kennst dich, du weißt doch, dass es eigentlich bei jedem deiner Abenteuer in der Schießerei endet. Warum hast du keine Knarre dabei, du Vogel, ey? Hier auf dem Balkon könnte noch eine wertvolle Vase stehen, die als Schatz dienen könnte. Meiner Meinung nach. Aber hey, wir sind arm, wir haben keine Schätze. Dickes, prunkvolles Haus, aber keine Schätze im Haus hier. Mal, liegt da oben was? Halt, halt, nicht schießen! Ich hab mich verlaufen! Ah, verdammt! Nathan, was ist los? Die schießen auf mich. Ich wollte ja Waffen mitnehmen. Ich weiß. Er schießt doch gar keiner. Gut, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
Merda. Nutzt nicht hohes Gras, um sich vor Gegnern. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato. Pass auf, es ist gefährlich im hohen Gras. Geh nicht ohne Pokémon ins hohe Gras, das könnte gefährlich werden für dich. Ein wilder Drake möchte kämpfen. Ah, Genius. Schaffen wir nur einen Überblick. Okay, bis gleich. Ja. Okay, was geht denn jetzt ab? Kommt noch Karn? Ist das die Verstärkung? Als ob hier nicht genug Leute wären. Die brauchen keine Verstärkung, wir brauchen Verstärkung. C'è qualcosa lì? No, niente da segnalare. È qui intorno. And up we go. Da ist der Ballsaal. Davor die Einfahrt. Ach da, zum Ballsaal muss ich wieder. Ey, das sieht aber mega gerade wie eine Stadt hier aus, ey. Wer hat so viel fucking Kohlen, sich eine eigene ganze Stadt zu bauen, ey? Mega dekadent. Okay, alles gut. Niemand hat mich genau gesehen. Ich mache einfach auf cool und spaziere direkt hier raus. Ah, ey, voll gechillt, voll easy, voll cool. Ich bin aber nur ein Partygast, der sich verlaufen hat und aus Versehen gegen Tische läuft. Kann ich das hier auch machen? Ups, das war ich nicht, das war schon vorher kaputt. Egal. Wir pokern. Spielt einer mit? Oh, scusi. Sie dürften gar nicht hier sein. Oh, Sie aber auch nicht. Ich sag Ihnen was. Ich sag's keinem, wenn Sie es keinem sagen. Sie haben etwas, das ich will. Und Sie werden es mir geben. Wirklich? Tja, das schmeichelt mir. Aber ich bin leider vergeben. Sehen Sie, wenn Sie mich jetzt entschuldigen. Ja! Autsch! Ich bin nicht in Stimmung für Spielchen. Geben Sie mir das Kruzifix. Lady, Ihr Glück, dass ich ein Gentleman bin. Sonst würde ich. Au! Hey, Alter! Kannst du mich verarschen? Willst du von der Dame verprügeln? Junge, was ist los mit dir? Aber wissen Sie, ich will das nicht tun. Na, dann zeigen Sie mal. Ey, ich will mich nicht mit dir prügeln. Oh, weiß ich, wie ich mein Ruf eilt mir eindeutig voraus. Na? Ich will nicht schlagen. Kann ich nicht einfach dahinter die Tür mehr benutzen? Ah, ich. Oh. Nur ein Vorgeschmack. Ey, ich will kontern! Aua! Na klar, dass ich nicht treffen kann. Ey, warum kann ich die nicht kontern? Junge, schau nicht auf die Titten! Ey, komm endlich! Kontern die nicht auf den Kampf! Ich glaube, die kann ich gar nicht mehr. Mit dem Artefakt. Wissen Sie, wie viele Artefakte ich schon gesammelt habe? Sie müssen sich genauer ausdrücken. Dann will ich das mal verdeutlichen. Ich habe noch etwas Jetlag. Wie wär's mit Unentschieden? Das erinnert mich an einen meiner Lieblingsfilme. Keine Arme und Beine mehr. Okay, das ist. Haben Sie genug? Unentschieden. Oder spielen Sie lieber weiter den Klugscheißer? Wisst Sie, Sie zerstören viele teure Sachen hier drin. Wenn Sie nicht aufpassen, werfen die uns raus. Das soll irgendwie lame. Hätte was anderes nicht sagen. Wo ist das? Wow, Alter.
Okay, ich bin am Wagen. Wo zum Teufel steckt ihr? Ich habe deine Freundin Nadine Ross kennengelernt. Es ist entzückend. Also hier draußen herrscht totales Chaos. Sie versuchen es einzudämmen. Aber alle drehen durch. Ich will ja nicht drängeln, aber beeilt euch, verdammt. Nathan, wo steckst du? Gute Frage. Und du? Am Ballsaal. Such nach diesem runden Schild. Es liegt auf dem Weg. Rundes Schild, okay. Die gute Nachricht. Ich habe eine Knarre. Bis gleich. Runde Schild. Ups. Entweder kann man nicht hinspringen oder ich bin zu früh gesprungen. Okay, ich bin am Wagen. Oh, da komme ich her, ich Vollidiot. Ich habe deine Freundin Nadine Ross kennengelernt. Es ist entzückend. Also hier draußen herrscht totales Chaos. Sie versuchen es einzudämmen. Aber alle drehen durch. Ich will doch einfach mal hier rüber. Ich will nicht drängeln, aber weiß euch, verdammt. Nathan, wo steckst du? Gute Frage. Und du? Am Ballsaal. Such nach diesem runden Schild. Es liegt auf dem Weg. Das ist doch das Schild. Rundes Schild, okay. Die gute Nachricht. Ich habe eine Knarre. Bis gleich. Da ist der Vater. Aber es ist nicht zu viel hin und her. Das Ding fällt sonst runter. Oh, welch Zufall. Lass zu! Das ist ein Ding! Was machst du? Oder sieht's da aus? Scheiße! Nathan! Fang! Halt, was? Oh, Mist. Boah, das war schon mal besser. Ich hab sie! Du hast euch gemacht! Peng! Voll in die Fresse! Alles klar? Ja, ich häng nur so rum. Von hier aus komme ich nicht zu dir. Kommst du runter? Ja, glaub schon. Okay, wir treffen uns in der Einfahrt. Geh einfach Richtung Ballsaal. Okay, bis gleich. Yay, ich hab ne Knarre. Oh, shit, sieht aber nicht so aus, als wenn das wäre. Victor, ich sitz hier fest. Eine Idee? Der schnellste Weg führt durch den Ballsaal. Du hast gesagt, er ist abgeriegelt. Ja, aber jetzt muss ich von euch wissen, haben Sie ihn geräumt? Dann auf zum Ballsaal. Verstanden, Nathan? Ja, verstanden. Was? Macke. Ah, dann wird er mir so ein bisschen angezeigt, okay. Ach komm, zeig mir einen Kopf. Ah, fuck, wo schieße ich denn jetzt hin hier? Das kann doch nicht sein. Autsch. Ich warte lieber erstmal eine Stunde, bis man neben wieder voll ist. Da ist es wieder voll. Habe ich den jetzt eigentlich getötet oder chillt der noch irgendwo? Mega knapp aus, hey. Oh, ich hätte mich auch im hohen Gras verstecken können. Das ist wieder wert eben hier. Ein wilder Nathan greift an. Wache ist, das letzte war Pogon von Wache ist bewusstlos. Wache fällt in Ohnmacht. Oder so ähnlich. Schatz, 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 nein, was? Welche halt? Ich wollte das eigentlich viel lässig-mäßiger machen. Hey, das hat die Taschenlampe, warum treffe ich ihn nicht? Natürlich habe ich Granaten. Wow, wer möchte seine eigene Stadt Granaten? Das sind
dumm oder sowas? Oh, das glaube ich auch. Steig mal ja nach Land. Verdammt, warum drücke ich die ganze Zeit die Vier-Taste? Oh, Scheiße, da oben läuft eine andere Knarre. Come at me! Come at me! Toll. Wollen wir jetzt nochmal raus zu der Maschinenknarre? Oh, da liegt noch eine. Halten. Ach, das ist wahrscheinlich eine Maschinenpistole. Oder was? Ne, dann will ich die da. Die ist voll geladen. Maschinenpistole, da schießt er viel zu viel daneben. Beim Beizeil. Nathan, die nageln mich fest! Du musst mir helfen! Ich komme, Sam. Oh, gut. Wo ist denn der Typ schon wieder? Laggiù! Ho sentito qualcosa! Andiamo a dare un'occhiata! Warum war mir das klar, dass hier irgendwie Wachen hinkommen? Warum war mir das klar? Oh, hey, weil ich die ersten drei Teile gespielt habe. Und irgendwie wie immer im falschen Gebüsch. Ach Leute, komm noch mal zu mir ins Gebüsch hier. Ich will kuscheln. Na komm. Oh, das wollte ich eigentlich machen. Das wollte ich gar nicht machen. Aber hey, okay, gut, tschüss. Tschüss, tschüss, mein Freund. Oha. Ach, schieß mich doch nicht ab, während ich ihm ins Gesicht trete. Alter, willst du mich trollen oder was? Kazem! Da hat er ihn. Alles klar. Oh, ernsthaft? Ach, da oben wollte ich nicht, oder was? Ja, da machen wir gerade eigentlich das Problem. Jungs, hört auf, mir Granaten zu werfen, ihr Vollidioten, ihr zerstört das ganze Anwesen, ihr... komischen Typen. Oh, gut. Seid ihr normal? Nein, du solltest diesmal nicht nachladen, du solltest diesmal das Ding schieben. Dankeschön. Wow, sind das.
Werden das immer mehr oder was? So, an der Pistole, voll geladen, weiter geht's. Gehen wir diesmal den doch sehr offensichtlichen Weg. Oh, wow. Ernsthaft, ich hätte hier auch so hochkommen können. Kidding me? Oh, da kam. Ach so, ich glaube, die kann das raus anscheinend. Ja, stimmt, die werden da erst rausgekommen sein. Los geht's. Oh, hi. Verdammt nochmal, Nathan! Hey, wie geht's? Ey, ich hab den Dienstboteneingang genommen. Ich glaube, ich hab genug von dieser Option. Oh ja, ich auch. Okay, Jungs, Anwender. Zu viele wollen hier weg. Och, verdammt, nein! Eine verdammte Millisekunde. Dank. Cool, ich glaube, ich habe beide getroffen. Ah, shit. Da war ich dann zu mittendrin. Ich wollte nah ran, damit die Tischen. Ich machen kann mir das schon gern, aber da war ich zu nah dran. Lustigerweise. Ah, wieder Entdeckung, wieder Entdeckung! Oh shit. Ja. Boah, mach den nicht so fett, Mann, lass mich doch da rein. Ah! Scheiße. Dahin. Oh fuck. Oh fuck. Verdammt schön, die Gegner auch mal. Cool. Ja.
hier noch ein Schatz, wenn es da weitergeht. Ah, hier bin ich jetzt. Die Türen sind zu. Gut, dann folgen wir mal. Samuel. Der Brunnen ist dort. Geiler Spruch. Wenn ich mal aufhören, wenn die Granate los wäre. Ist voll unfair, ich hab keine. Ist ja, dass ich wieder Punkt erspringt beim. Arrivederci! Da, guck der Blöde, wa? Hallo Dismas. Okay. Hoffentlich komme ich dafür nicht in die Hölle. Mist. Was? Ist nichts drin. Was? Oh, du bist so ein Arschloch. Er ist dein Bruder. Okay, das Piratensymbol. Sehr gutes Zeichen. Das sind Averys Insignien. Was ist das? Ah. Odium mecum eris in paradiso. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das hat Jesus zu Dismas am Kreuz gesagt. Genau. Aber was sind das für Zahlen? Wofür haltet ihr die? Eine Art Code. Oder eine Telefonnummer. Kommt schon. Das sind Daten. Hm? Hier, 1659. In dem Jahr wurde Avery geboren. 1699. Lass mich raten, sein Todesjahr. Den meisten Berichten nach ja, aber wir haben also ein Geburtsdatum, ein Todesdatum und das Paradies. Das heißt, wir suchen nach Averys Grab. In der Kathedrale des heiligen Dismas. Langsam. Dort hat Rafe doch schon ewig lange rumgesucht, oder? Ja, die Kathedrale. Seht ihr die Symbole? Ja. Die findet man auf alten schottischen Grabsteinen. Okay? Jetzt seht her. Der Grundriss des Orts ist sehr ungewöhnlich. Hm. Hier ist die Kathedrale, aber der Friedhof ist ganz hier drüben. Rafe hat sich die falsche Stelle vorgenommen. Genau. Leute, wir müssen nach Schottland. Okay, okay, halt. Moment mal. Euch ist doch klar, dass Rafe weiß, dass ihr kommt. Ja, darum kümmern wir uns, wenn wir da sind. Dieser Psycho wartet doch nur darauf, dass ihr auftaucht. Und er hat Nadine und ihre gesamte Armee hinter sich. Ja, aber das hier hat er nicht. Der größte Piratenschatz aller Zeiten ist zum Greifen nah. Ich dachte, es ging darum, Sam zu retten. Wollen wir. Aber komm schon, wir wollen doch beides, stimmt's? Wir brauchen den Schatz, damit wir Sam retten können. Wie findet Elena das alles eigentlich? Ach, je, Junge. Das ist nicht so einfach. Nach allem, was ihr zwei durchgemacht habt. Sie würde es nicht verstehen. Du traust ihr einfach nicht genug zu. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Nathan hat recht. Die Dinge liegen jetzt anders. Rafe ist involviert und ich krieg das allein hin, ehrlich. Mhm.
Super. Tja, danke für den Rat, ihr zwei Experten. Entschuldigt mich. Hey. Ich bin's, ja. Fang ist mies. Was geht dir durch den Kopf, mein Lieber? Hör zu, mir ist klar, dass es nicht leicht war. Die ganzen Jahre. Tut mir leid, was dir zugestoßen ist. Aber das ist nicht seine Schuld. Das habe ich auch nie gesagt. Er hat lange gebraucht, um da rauszukommen. Ich zwinge ihn nicht dazu. Er wollte es. Er ist für dieses Leben geschaffen. Glaubst du das wirklich? Warum bist du hier, Victor? Weil irgendjemand auf ihn aufpassen muss. Nein, wir sehen uns dann in ein paar Wochen. Ja, mach ich. Okay, ich liebe dich auch. Bis dann. Ja, ich habe ihr gesagt, dass der Job ein bisschen länger dauert als erwartet, was ja auch stimmt. Okay? Na komm, was meinst du? Sam braucht immer noch unsere Hilfe. Naja, ich habe gehört, das Wetter soll in Schottland um diese Jahreszeit ganz toll sein. Tja, Ray will's wirklich wissen, ne? Die konzentrieren sich nur auf die Kathedrale, das ist gut. Denn so sind wir auf dem Friedhof ganz ungestört. Sully. Ja? Hey, pass auf, wir können loslegen. Okay, Kleiner. Waldmanns Heil. Letzte Chance mitzukommen. Naja, wenn du keinen Aufzug für mich hast, passe ich lieber. Okay, dann bis später. Hey, Nate. Ja? Also, bring mir was Schönes Glänzendes mit, ja? Das habe ich vor. Das ist unser Sully. Gut. Dann besuchen wir mal Captain Avery, ja? Aber halten wir noch mal ganz kurz fest. Er hat uns nicht gezwungen. Kathedrale. Kein Ort für einen Schatz, oder? Irgendwie nicht. Als Avery hier angekommen ist, war der Ort bereits verlassen. Das stimmt wohl. Bei dem hohen Kopfgeld auf ihn, der sich hier versteckt. Also halten wir noch mal ganz kurz zurück. Mehr oder weniger hat er Nathan gezwungen, indem er gesagt hat, nee, dem vertraue ich nicht, der ist doof, das dauert nicht so lange, das dauert alles viel zu lange. Gewissermaßen hat er ihn gezwungen. Und da Nathan sein Bruder ist, hat er eingewilligt, das mitzutun. Eigentlich wollte er nämlich gar nicht. Naja, gut, soviel zu dem Thema. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wir sind entkommen. Glücklicherweise. Haben einen neuen Hinweis gefunden und gucken mal, wie sich das hier in der Kathedrale entwickelt und was wir in dem Grab finden. Und so wie ich das Spiel kenne, wir gehen rein, lösen ein paar Rätsel, kommen raus und da steht die ganze Armada dann und erwartet mich. Just Uncharted Things. Aber das werden wir beim nächsten Mal feststellen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.